Alter, was geht ab, Leute? Hong hier. Heute reden wir über die Go Map App. Da haben mich ganz viele Leute danach gefragt, dass ich die mal abchecken soll. Und allgemein habe ich immer ganz viele Fragen: Welche Map benutze ich? Kenne ich eine Map für diese Stadt, dieses Dorf, dies, das? Erstmal, welche Map benutze ich? Pokémap Muck. Wie der Name schon sagt, Muck. Das geht nur in München. Also für alle, die immer fragen, wieso funktioniert das nicht in meiner Stadt? Das geht halt echt nur in München. Und das alles dank Philipp. Und ohne Philipp hätten wir in München gar keine Map. Und dann müssten wir auch, so wie andere Leute, auf die Go-Map zurückgreifen. Go-Map theoretisch überall möglich. Und wieso zeigt die dann in eurem Gebiet nichts an? Das liegt daran, dass euer Gebiet nicht freigeschaltet ist. Das kostet leider Geld, so wie alles auf dieser Welt eigentlich. Und wenn ihr euer Gebiet freischalten wollt, wenn ihr da die Map aktiv haben wollt, müsst ihr leider spenden. So läuft es halt. Und am besten ist es halt, wenn ihr eine Gruppe findet, zum Beispiel eure Raid-Gruppe oder so. Und dann spendet da halt jeder ein bisschen was. Dann reduzieren sich die Kosten auf 1 Euro pro Person oder 50 Cent pro Person oder sowas. Abhängig von der Größe vom Gebiet und wie viele Leute ihr seid. Und jetzt, die GoMap hat jetzt vor einer Weile schon eine App herausgebracht. Momentan ist die, glaube ich, nur für Android verfügbar. Für iPhone noch nicht. Ich habe die mir letztens angeschaut, also wollte ich mir anschauen, in einem Livestream. Da war sie brandneu, sollte ich mal abchecken, meinten die Zuschauer. Und erstes Hindernis war, dass man sich einloggen muss, und dann habe ich das natürlich nicht im Stream gemacht, weil die ganzen Daten und sowas. Aber jetzt habe ich es gemacht, habe mir einen Account erstellt und es gab bereits die ersten Schwierigkeiten. Also das Erstellen war kein Problem. Aber wenn man dann reingeht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder kauft man sich ein Abo oder man schaut halt eine kurze Werbung und dann ist man für 4 Stunden freigeschaltet. Was echt ein fairer Deal ist, er muss halt irgendwie seine Kosten decken. Problem ist jetzt nur, ich habe halt versucht, die Werbung anzuschauen und es ist die ganze Zeit abgestürzt. Ich habe das jetzt ungelogen 10 Mal versucht, bis es endlich funktioniert hat. Und jetzt bin ich drin. So sieht das aus. Entweder für 1 Monat abonnieren oder eine kurze Werbung schauen und dann ist man für 4 Stunden freigeschaltet. Dann, also ich habe das selber noch nie abgecheckt. Alles live hier, alles Live-Reaktionen. Zum ersten Mal mit euch. Schauen wir mal, was die alles hier haben. No Pokémon in your area. Also das ist alles Englisch, obwohl GoMap eigentlich Deutsch ist, dachte ich. Oder Österreichisch. Weil früher ist es ja GoMap AT. So, Selection. Okay, hier kann man alles auswählen, so ganz normal wie eine normale App. Und hier auf Map. Live Map. Hier wo nicht, an der Panzerwiese. Und es wird nichts angezeigt. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass München nicht freigeschaltet ist. Keiner bezahlt dafür, natürlich nicht. Weil wir haben ja unsere Map. So, ich zoome mal raus und müsste dann irgendwann mal Pokémon sehen. Ja, da oben. Okay. Hier fängt es an. Hier sind alle Gebiete, die freigeschaltet haben. Hier könnt ihr auch schon bereits sehen. Lavita, Galaxo. Das alles läuft natürlich ohne IV. IV ist momentan nicht möglich, regelmäßig und dauerhaft zu scannen. Bei uns auch nicht, also das läuft so gar nicht. Außer halt durch Purge Night. Purge Night ist momentan die einzige Möglichkeit, IVs zu scannen. Regelmäßig und konstant. Video zu Purge Night unten in der Beschreibung. Da habe ich schon mehrere gemacht. Auf jeden Fall schauen wir uns mal das hier an. Markt Indersdorf, okay. Die haben hier ein Hundesternest. Also ich weiß eigentlich gar nicht, was der Unterschied sein soll zwischen der App und wenn man es halt im Browser öffnet. Weil Pokémon Muck hat zum Beispiel auch keine App. Wir öffnen es einfach über den Browser. Ich benutze zum Beispiel Chrome und da gebe ich einfach Pokémon Muck ein. Vielleicht läuft es ein bisschen flüssiger als jetzt über den Browser. Weil das hat schon echt eine Menge Sachen immer geladen und dann hat sich gespeichert die Funktionen. Also über den Browser zum Beispiel, ich erinnere mich, wenn man hier alles ausschaltet und dann ab und zu, wenn man rausgeht und dann wieder reingeht, dann war alles gelöscht. Und ich nehme mal an, dass durch die App dann alles gespeichert ist. So, wo war ich? Hier beim Map. Und natürlich die Benachrichtigungen, aber die sind eigentlich irrelevant ohne IVs. Schauen wir uns mal ein paar andere Städte an. Ja, das können wir machen. Da bin ich echt gespannt, was für Nester die so haben und was eigentlich so alles gescannt wird.
Okay. Augsburg. Schau mal, was in Augsburg abgeht. Magnetilo sieht aus wie Incognito. Das hat mich schon so oft verwirrt. Okay. Ja. Nicht wirklich irgendwas Interessantes, so. Ein Grihorn-Nest. Ja. Topspawn-mäßig auch gerade nichts unterwegs. In Augsburg. Schade, Augsburg. So, das ist aber eine große Stadt. Was ist denn hier? Welche Stadt ist denn das hier? Labras, Galaxo, Lavita. Das ist Nürnberg, glaube ich. Genau, Nürnberg. 1,5 Stunden von München entfernt. Da können wir auch mal hin. So. Die App war ganz okay. Sah nicht schlecht aus, aber ich sehe den großen Unterschied nicht zwischen der App und dem Browser. Und ich nehme mal an, die meisten, die mich angesprochen haben auf das Thema und wieso die wollten, dass ich das abchecke, ist, denke ich, weil die meisten dachten, dass, wenn sie das abonnieren, also dieses Einmonatsteil am Anfang oder halt diese Werbung schauen und dann das 4 Stunden freischalten, dass sie dadurch ihr Gebiet freischalten. Also das sind 2 verschiedene Sachen. Euer Gebiet wird halt freigeschaltet, wenn ihr spendet und das mit dem GoMap-Betreiber klärt. Und das mit dem 1-Monats-Abo oder mit der Werbung schauen und dann 4 Stunden frei aktiv sein, freigeschaltet sein, ist nur, damit ihr dann Zugang auf die App habt. Was halt eigentlich relativ nutzlos ist, wenn man den Browser hat. Und vor allem alle 4 Stunden, das ist schon recht nervig. Dementsprechend denke ich mal, lohnt sich das eher nicht. Und ja, leider, für die, die dachten, dass ihr Gebiet dadurch freigeschaltet wird, muss ich euch leider enttäuschen. Ich weiß, das ist eine der häufigsten Fragen, die ich zum Beispiel bekomme. Und ich bin auch einer der einzigen, die offen und ehrlich über Maps reden. Leider kann ich euch keine Alternative bieten, außer GoMap. GoMap eigentlich echt nicht schlecht. Die meisten fragen dann immer, kenne ich irgendeine Map außer GoMap? Leider nicht. Momentan GoMap, glaube ich, echt das einzige, die einzige Option. Und das wird halt jetzt demnächst richtig interessant, weil Gen 3 kommt. Niantic hat es angekündigt, bis Dezember eigentlich alle Gen 3 Pokémon. Wahrscheinlich, also zumindest die normalen. Legendäre, nehme ich mal an, sind ausgeschlossen. Und halt wieder ein paar besondere aus Gen 3. Müssten jetzt dann demnächst kommen. In den nächsten paar Wochen. Und dann wird Scan wieder richtig, richtig saftig. Und ich weiß, die meisten wollen da loslegen. Und das geht halt echt nicht ohne Map. Aber dafür kann ich euch halt echt nur GoMap empfehlen. Und hätte ich Philipp nicht, dann müsste ich auch GoMap verwenden. Und München auch, also. Aber das war's. Ich habe die App für euch abgecheckt. Nichts Besonderes gegenüber der Browser-Variante. Und für alle, die dachten, dadurch wird ihr Gebiet freigeschaltet, die muss ich leider enttäuschen. Aber wie gesagt, das ist echt kein Problem. Kein großer Aufwand. Und kostet auch nicht viel Geld, nicht viele Kosten, um das Gebiet freizuschalten. Solltet ihr demnächst machen, falls ihr echt Bock habt. Weil Gen 3 vor der Tür steht und dann wird es echt richtig saftig. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt meinen Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon Serious Business.